Was geht YouTube? Ich muss wieder GMTV. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Für mich geht's jetzt nach Heilbronn zum Face-Off gegen meinen Gegner. Am 24.06. ist der Kampf, wie ihr wisst, gegen meinen Gegner Shisha Station. Und ich freue mich schon sehr auf den Kampf. Heute ist die Pressekonferenz und das Face-Off. Wird sehr interessant. Ich sehe meinen Gegner auch heute zum ersten Mal. Ansonsten fahre ich jetzt mit meinem Vater dorthin. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Leute, ich schwör's euch, mein Vater, bester Mann einfach. Er müsste heute normalerweise eigentlich arbeiten, er hat sich extra freigenommen, damit er zu meinem Face-Off mitkommen kann. Es ist Dienstag und ja, nächste Woche Samstag ist der Kampf am 24. Das Traurige ist, genau an dem Tag, wo ich kämpfe, fliegt mein Vater und mein kleiner Bruder in die Türkei. Die fliegen gemeinsam, Oma und Opa besuchen. Jengsan wird für euch dort auch seinen ersten Vlog aufnehmen, den ich auf meinen Kanal hochladen werde, wo er alleine einfach vloggt mit meinem Vater. Das wird bestimmt auch richtig cool und lustig. Mein Vater kann leider nicht beim Kampf dabei sein. Ist halt so, kann man nicht ändern. Ich habe denen auch gesagt, kein Ding so, ich gehe auch alleine. Ich brauche nur Allah an meiner Seite und meine Eier. Aber ja, wisst auf jeden Fall Bescheid. Hier sind die Getränke drin. Wir kommen gerade zur Kerre. Und das ist der Baba aller Babas. Großfamilie Turan? Ja. Bist du Gangmember? Die wird so groß wie Kızılelma, der rote Apfel. Ich freue mich schon auf die Pressekonferenz, Jungs. Kurt yalnız da olsa asla güçsüz değildir. Baba fährt hin, ich war zurück. 377 Kilometer bis zum Ziel nach Heilbronn. Gestern habe ich erfahren, dass mein Gegner eigentlich gegen Kanyavi kämpfen sollte. Aber das jetzt irgendwie nicht zustande gekommen ist und die mich angefragt haben. Und ich weiß auch nicht, warum das nicht zustande gekommen ist. Aber das werden wir da, glaube ich, herausfinden. Das finde ich auch sehr interessant. Ne? Büyükleri sevmek, küçükleri saymak diye bir söz vardır. Siz küçüklerinize saygı göstermezseniz Sevgi de göremezsiniz. Also Respekt ist gegenseitig. Merkt euch das. Allgemein. Auch dein neuer Gegner. Çocuk, ha? Abwarten. Stimmt, Leute, der hat in seiner Story einfach behauptet, genauso wie Khan damals, dass ich ein Kind wäre. Und das jetzt mein Khan-Ersatz, Leute. Ich sag euch ehrlich. Ich zeig euch in diesem Kampf, was ich eigentlich mit Khan gemacht hätte. Ich bin sehr gespannt auf meinen Gegner. Ich freue mich schon beim Face-Off ihn in die Augen zu gucken. Allein da weiß ich schon, ob er beim Kampf eine Leistung abliefern wird oder ob ich ihn einfach nur vermöbeln werde. Und das kann ich euch auch danach ins Ohr flüstern, Leute. Immer Respekt gegenseitig. Das ist das Respekt auch sowieso. Was ich sag ja nur in die Augen gucken. Ich sag ja nicht ausstechen. Aber Respekt verdient man, wenn man auch Respekt zeigt, ne, Kollege? Ja, und er meint, ich bin ein Kind. Und deswegen kriegt er von mir heute nur einen Blick. Fertig aus. Nur ein Blick, weil die Augen lügen nicht, Chico. So, Leute, wir sind angekommen. Der Baba aller Babas. Salamun alaikum. Dein Outfit ist auf jeden Fall wieder legendär. Sonderanfertigung. Echt Leder? Du meinst, ich hol mir so ein 0815-Dingens hier. Was gibt es bei mir unecht? Salamun alaikum. Alaikum salam, Gänschler. Muss ich drauf. Da muss ich drauf, auch mit dem Rücken. So. Jo, mach gut, jetzt ist zittern. Leute, die Shababs sind schon alle versammelt. Was geht, Shababs? Wir drehen noch eine Runde. Der Shabab ist angekommen. Drehrunden auf dem Block. Ihr seht die ganzen Shababs. Alle sind wegen uns da. Çocukları topladım, geliyor. Ist Bescheid. Die denken, wir kommen mit einem ganzen Mannschaftsbus. Wollt ihr mal grüßen? Ich grüße meine Freundin. Ich grüße alle meine Kollegen. Wow. Jungs, wir können so in den Krieg ziehen. Okay, gut. Jungs, wir sind kurz, dann auf dem Weg.
Jetzt geht's gleich hier los. Wir müssen jetzt die Ventilatoren ausmachen. Wir können loslegen? Ja. So, herzlich willkommen erstmal. Jungs, ich freue mich wirklich, dass wir heute da sind. Burak und Cem. Wir haben ja einen geilen Fight vor uns und vielleicht gerade am Anfang, stellt euch vielleicht ganz kurz vor, vielleicht fangen wir mit dir kurz an. Ja. Wie schwer? Wie viel Kampferfahrung? Also, ich bin der Burak, für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin der Shisha-King, bald der Box-King. Cem wird es zu spüren bekommen, Freunde. Das war zu dem. Ich wiege jetzt gerade auf 85 Kilo. Und Boxerfahrung technisch, ich war früher Fußballer, habe bis zur A-Jugend Fußball gespielt, Bundesliga auch. Bin eigentlich Leistungssportler durch und durch. Und deswegen habe ich da gar keine Probleme mit dem Boxen. Seit 3 Jahren ungefähr boxe ich und habe Spaß dran. Und ich habe Gegner gesucht, jetzt habe ich meinen Gegner. Ich freue mich drauf. Ja, zu dir, Cem, vielleicht gibst du ein bisschen was über dich, über deine Karriere, boxerische Karriere, sportlerische Karriere. Ja. Also ich bin der Cem, auch bekannt als CemTV. Ich mache YouTube und habe auch in meiner Vergangenheit in der Jugend geboxt, wo ich 11 bis 17 Jahre alt war. Und später habe ich das so aufs YouTuber-Boxen bezogen, habe dann auch ein YouTuber-Box-Format gemacht, das hieß Cem's Box Battle. Und danach kamen 1-2 Kämpfe und jetzt wurde ich kurzfristig 2 Wochen vorher angefragt. Ich hatte auch gar kein Training, gar keine Vorbereitung jetzt tatsächlich für diesen Kampf. Die Ausreden kommen schon von meinen Legends. Aber heißt trotzdem nichts, weil ich werde ihn so oder so dann dementsprechend bearbeiten im Ring. Aber ich möchte nicht groß reden, weil ich lasse über Taten sprechen. In diesem Sinne, ja, das war's zu mir. Dann kommen wir gleich zu dir nochmal. Wie hast du dich auf den Kampf vorbereitet? Wenn wir gehört, Cem hat sich gerade vorbereitet, der braucht sowas, wenn er sagt, der packt sich auch so. Das heißt, wie hast du dich denn vorbereitet? Also ich bin generell immer ein disziplinierter Mensch, auch mein ganzes Leben war es so, auch mit meinem Schuss jetzt. Und ich habe einfach gesagt, ich hau das Ding weg, ich trainiere ohne Ende, weil ich ja diszipliniert bin. Seit jetzt 3 Wochen trainiere ich intensiv und insgesamt 6 Wochen dann. Ne? Und dann wird alles gut laufen auf jeden Fall. Also ich bereite mich sehr gut vor, ich habe auch ein super Team. Ja. Achso, und zu meinem Gewicht noch, ich wiege übrigens 73 Kilo. Der 85, ne? Die zweite Ausrede. Nee, nur so als Fakt nebenbei, damit es noch krasser ist, wenn ich dich dann auslocke, dass die Leute wissen, okay, da hat einen 10 Kilo Unterschied jemanden ausgelegt. Wie viel Kilo hast du? Ein einziger. Okay. Außer mein eigenes YouTube-Box. Okay. Hast du gewonnen oder verloren? Gewonnen natürlich. Also noch nie verloren. Ja. Dann weißt du Bescheid, was mit dir passiert. Okay, wie wirst du den Kampf gewinnen? Sag du, welche Runde soll ich dich K.O. schlagen? Erste, zweite, dritte. Du darfst es dir aussuchen. 6 Runden hast du. Also 6 Runden, 2 Runden kämpfen wir. Ich denke so 10 Sekunden mache ich den Zappeln. Und dann tue ich so, als ob der mich getroffen hat. Dann kommt ein Punch von mir und dann liegt der ganz einfach. Geil. Okay. Ist eine Ansage. Will ich sehen. Okay, das heißt für dich jetzt im Endeffekt bist du eher der Stratege, wo ich dann einfach erstmal müde mache und dann direkt Knockout. Oder wie gehst du vor? Bei mir ist jeder Schlag. Oder machst du direkt auf Ansage, er sagt an und du machst genau in der Runde. Jeder Schlag ist ein Knockout-Schlag. Ich wiege vielleicht 73. Ja, gegen so Kinder gekämpft. Ich wiege vielleicht 73, aber ich hau zu wie 100. Und das wird er dann zu spüren bekommen, weil er kann sich das gar nicht vorstellen, wie das im Kampf sein wird. Er denkt sich jetzt, ja, ich wiege mehr, dies und das, ich bin diszipliniert und so. Aber vom Kopf her bin ich sowieso, wenn ich in den Ring gehe, so. Oh, ich sag dir, was du bei dir immer vorhast. Siehst du meine Stärke? Ja, jetzt lachst du, gell? Jetzt zittert nicht mehr. Hör mal zu. Also diese Stärke, ne? Das wird auch dein Kopf gerade. Das sag ich dir. Also du hast nicht vor, irgend so ein kleines Kind oder so, was du Bescheid weißt. Tut mir leid, Bruder, ich wusste nicht, dass du so ein starker Mann bist. Genau, ganz stark. Deswegen gut. Ja, ja, alles 2 Wochen hast du noch Zeit. 2 Wochen reichen. Ich trainiere auch gar nicht. Ich trainiere gar nicht. Boah, ich bin ich meine, wir haben ja, viele von euch folgen ja tatsächlich so die Jungs im Internet, Instagram und andere Social Media Kanäle, YouTube und so weiter und so fort. Ich meine, wir haben von dir ja schon ein paar starke Worte gehört. Ja? Also es werden hier Stühle fliegen etc. runter. Was meinst du damit? Also meine Faust fliegt schon hier, habt ihr ja schon gesehen. Später beim Face-Off werden wir sehen, wer fliegt. Jetzt ist natürlich da die Frage, ich meine, wir kennen ja alle das Sprichwort, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Ja, deswegen bellt der die ganze Zeit so viel. Bist du tatsächlich der Meinung, dass da im Endeffekt nichts dahinter ist, sondern nur heiße Luft? Oder ist das? Ich bin blau wie Wasser. Stilles Wasser ist tief.
und ich werde ihn sehr, sehr tief suchen lassen. Also für die Leute, die meinen Shop kennen, meine Farbe ist blau. Er hat sich gut vorbereitet, wegen des blaues T-Shirts. Also es passt. Aber sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja, danke schön. Sagst du denn, er ist ein Boxer und Fighter oder ein Influencer? Keine Ahnung, ich kenne ihn gar nicht. Ich wurde ja gefragt und vor zwei Tagen, ich kannte meinen Gegner nicht mal, habe gesagt, egal wer das ist, ich werde den schon locken. Als ich das Gesicht gesehen habe, da dachte ich mir sowieso schon. Ne? Wir haben jetzt zwei Gegner. Da muss ein bisschen was verändert werden, wisst ihr. Ja, ich bin wirklich was verändern. Dankeschön für dein Kompliment. Mashallah. Dankeschön. Auf jeden Fall zwei Gegner hatten wir schon. Der eine war unbekannt, den will ich auch nicht nennen jetzt, weil das auch mit dem Vertrag nicht geklappt hat. Der vorherige, Kanyabi, habt ihr ja alle schon mitbekommen. Hat weiche Knie bekommen, nicht umsonst. Nicht nur bei dir. Sein Trainerteam hat gesehen, was ich drauf habe. Und ich habe viele gefragt, ob ich Influencer bin oder was ich bin. Ab heute bis zu meinem Kampf bin ich Boxer. Wenn jeder, der sagt, was bist du? Ich sage, ich bin Boxer. Und Kanyabi hat bei dir auch gesagt, hast du gesagt. Also das ist genau das Finale wahrscheinlich. Ja, das heißt, ich werde quasi euch zeigen, was ich eigentlich mit Khan gemacht hätte, werde ich dann mit ihm machen. Ne? Du bist Boxer, ich bin Killer. Also wir haben heute Boxer gegen Killer, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Jetzt kurz ein Statement an ihn, warum soll er direkt mit Boxen aufhören? Ja, ich sehe schon seine Qualitäten. Er braucht, er will ruhig hier ein bisschen so eine kleine Show abliefern, ruhig sein und macht einen noch cool und so weiter, sehen wir alle hier. Aber boxerisch habe ich auch schon ein paar Videos von dir gesehen. Ich muss ehrlich sagen, der Champion-Thing, du bist bis jetzt der Beste, der gegen mich kämpfen wollte. Du hast echt Eier, weil Kanyabi hat kleine Eier gehabt. Fast schon gar keine Eier. Er kriegt nur Eier auf den Kopf. Genau, genau. Rose ist nicht. Genau, du hast auf jeden Fall Eier gegen mich kämpfen. Und das Respekt. Diese Eier ist im Gesicht. Genau, das Respekt an dich definitiv. Aber du bist safe. Sobald du im Ding steht und meine Aura auf dich kommt, dann wirst du spüren, was wir hier machen. Okay, das werden wir dann am 24.06. in der MHP Arena sehen, Leute. Live holt euch jetzt die Tickets bei Event, ihr wisst Bescheid. Ich freue mich auf jeden Fall, ne? Also dein Gesicht zu demolieren. Ich finde, ihr seid echt locker drauf. Also wirklich eine coole Runde, finde ich sehr, sehr gut. Jetzt nochmal ganz kurz, ist das dein Traumgegner? Also ist Burak jetzt tatsächlich dein Traumgegner? Ja, wie gesagt, ich kann ihn gar nicht, so ich weiß gar nicht, wer der ist. Aber nachdem ich ihn verputzt habe, dann ist als nächstes der Yunus Amiri dran. Den will ich noch haben. Yunus Amiri, den will ich auch noch haben. Er hat auch Ansagen an mich gemacht. Yunus, mein Bruder, ich sag dir was, mach dir keine Sorgen, ich bin da. Und ich werde ihn so demolieren, dass er gar nicht mehr gegen mich kämpfen kann. Und was ich noch klarstellen wollte, ganz, ganz wichtig, wegen zum Alter. Das habe ich schon fast vergessen. Ab heute heißt mich nicht mehr für dich. Ab heute heißt Burak AB. Thema Traumgegner wahrscheinlich auch nicht gerade der Champ bei dir, sondern? Also, Champ ist die letzte Wahl gewesen. Okay, und, was wäre die erste Wahl? Üblich, Kanyabi war die erste Wahl, aber im Endeffekt hat er keine eigene Bewegung, Champ ja. Deswegen Respekt auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, alle guten Dinge sind drei. Und ich freue mich auf den Kampf. Weil ich sage definitiv, dass du gut bist, aber nicht so gut wie ich. Und ich werde dir deine erste Niederlage nicht spüren. Ja. Okay, was passiert, wenn du verlierst? Steht die Option überhaupt? Gibt's gar nicht. Diese Option existiert gar nicht. Wie sieht's bei dir aus? Nach dem Kampf wird er mich Abi nennen. Und wenn ich dich gedroppt habe, wirst du meine Hand küssen. Okay? Ja. Direkt die Ansage im Endeffekt, Ausrede, Ausrede. Ja, das heißt, die erste Ausrede hat er gemeint, wir wären die Kilozahl. Ja, die zweite Ausrede. Das wäre Ausrede, das ist ein Fakt. Das sind 12 Kilo Unterschied. Ja, gut, du sagst Fakten, er sagt Ausreden, jetzt sagt er, ist 10 Jahre älter. Ich sage ja trotzdem, dass ich ihn locken werde. Die Frage ist, er sagt 10 Jahre älter. Ist das für dich genauso eine Ausrede oder sagst du? Keine Ahnung, was er damit bewirken will, aber er wird mich auf jeden Fall am Ende Abi nennen, dann bringt ihm sein Alter auch nichts mehr. Mit Handküssen? Mit Handküssen. Ich werde alles mit dem Mann glauben. Also ich bin der Kamala, ich kenne mich, die Leute, ein lieber Mensch, so wenig auch vom Charakter her, aber ich habe mich so in diese Scheiße reingesteigert, dass ich meinen Gegner auffressen werde. Und jetzt bist du es. Jetzt hast du Pech gehabt. Ja.
und du bist bereut, den Vertrag geschrieben zu haben. Deine Kriege werden ja auch nicht sein. Come on, Bruder, come on. Dann, wir sehen uns beim Kampf. Wir sehen uns auf jeden Fall beim Kampf. Du redest ein bisschen viel, wenn der Kampf lang ist, glaube ich. Genau so sieht's aus. Ich habe vor niemandem Angst, außer vor Allah. Und vor Allah habe ich auch keine Angst, nur Liebe für Allah. Deswegen, ja, nee, am Ende des Tages, du bist ein Popel in meinem Werdegang. So, weißt du, was ich meine? Und ich werde dich dann kurz beseitigen. Und anschließend ist dann Yunus Amiri dran. Und dann freue ich mich drauf, den auch zu beseitigen. In diesem Sinne, bringt mir ruhig mehr Gegner. Ich bin gerne am Start. Und du machst gerne den Vorreiter, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es mal! Oder? Oder genau nicht! Wie heißt ich? Wie ist mein Name? Sag mir, wie ich heiße. Burak? Burak? Zippi. Okay, gut. Okay, einmal zu gucken, meine Herren. Einmal nur nach vorne. Der kommt hoch. Ach, sag, Pudi. Nix. Alles gut, wir sehen uns ja am 24. Wir sind am 23. schon. Nach vorne. Ein Blick nach vorne. Einmal Schenkens und ciao. Warte, das waren die 10 Kilo, die nicht weggehen. Hast du gemerkt? Hey, jetzt. Wer dran? So, Freunde, das war das Face-Off. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist heiß umhergelaufen. Der hat ein bisschen auf Tisch gehauen. Dies, das. Er macht seine Faxen. Aber ich finde es lustig. Ich mag das. Ja, nee, wenn man mich provoziert vor dem Kampf, dann kann ich ihm umso herzlicher in seine Fresse reinschlagen. Wird auf jeden Fall ein cooler Kampf. Falls ihr vorbeikommen wollt, unten in der Videobeschreibung sind die Ticket-Links. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt und mich unterstützt. Ich verdiene nichts durch diese Tickets. Ich freue mich einfach nur, wenn ihr da seid. Schön laut meinen Namen schreit. In diesem Sinne, MHP Arena Ludwigsburg am 24.06. Und was sagst du zum Face-Off, Baba? Echt sehr professionell haben sie das gemacht. Jetzt Spaß beiseite. Ja. Der Empfang war gut. Der Kamerateam war super. Und euer Face-to-Face war top. Der ist ja durchgedreht, der hat den ganzen Tisch weggehauen. Aber der Spruch, der gefiel mir. Friedhof, Krankenhaus. Der war gut. Nee, links ist Krankenhaus, rechts ist Friedhof. Ja, sag ich ja. Dieses Friedhof. Also. Okay, Leute, ich hoffe, ihr freut euch auf den Kampf. Das war's mit dem Face-Off. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mich unterstützen wollt, ist unten in der Videobeschreibung der Ticket-Link für die Tickets. Nächste Woche Samstag am 24.06. in der MHP Arena wird auf jeden Fall brutal geil, brutale Atmosphäre, richtig geile Kämpfe und wir sind der einzige quasi Influencer-Kampf. Und mein Vater kann leider nicht dabei sein, mein kleiner Bruder auch nicht, weil die genau an dem Tag fliegen. Scheiße. Und ja. Hättet ihr das vorher gewusst, hättet ihr einen Flug bestimmt ein paar Tage später gemacht. Aber definitiv. Der Flug ist schon gebucht und das ist ja jetzt in der Zeit passiert, nachdem der Flug schon gebucht wurde. Aber ja, dafür brauche ich umso mehr eure Unterstützung an dem Tag. Wenn du noch was sagen willst, dann verabschiede dich jetzt. Ich erwarte euch alle auf diesen Kampf. Unterstützung zählt dann, wenn er allein ist. Er ist allein, ich bin nicht da. Ich warte auf euch. In diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich küsse eure Herzen. Danke für jeden einzelnen Support von euch. Das war's von mir. Peace out.